im Süden. Der Radio 7 Telefoncheck. Ja, grüß Gott, Falschgelddezernat der Kripo Ulm, Kommissar Becherli. Erschrecken Sie nicht, wir ermitteln gerade im Zusammenhang mit einem Falschgeldring. Ja. Und da sind auch von Ihnen Fingerabdrücke aufgetaucht. Und zwar aus der Einzahlung vom 17. Da sind Ihre Fingerabdrücke gefunden worden, und zwar auf der Geldpumpe und auf einem gefälschten 50-Euro-Schein. Können Sie uns da nähere Angaben machen? Eigentlich nicht, nein. Damit sind Sie aber auch mit im Kreis der Verdächtigen, weil es könnte ja sein, dass Sie praktisch aus Ihrer Tasche einen echten Schein in die Postkasse geschmuggelt haben und dann gegen einen echten ausgetauscht. Mhm. Und außerdem ist in Munderkingen auch ein falscher 50 aufgetaucht, und zwar nicht mit Ihren Fingerabdrücken, und das ist verdächtig. Wie? In Munderkingen ist ein auftaucht nicht mit meinen Abdrücken? Ja. Und was ist da denn verdächtig? Ja, bei Oberstadion und Munderkingen, das liegt nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Da ist aber nicht drauf war, ist ja verdächtig. Da sind Ihre Fingerabdrücke nicht drauf. Mhm. Haben Sie ein Foto von sich? Ja. Ja, kennen wir das an? Wir brauchen das für eine Großfahndung, weil wir müssen natürlich... Also jetzt glaube ich wirklich nicht mehr dran, wenn Sie für Großfahndung. Also bitte... Ja, das braucht man für Plakate eben. Also ich habe mir nicht selber das Wegträumen falsch, scheint irgendwo ein Plakat aufgehängt worden. Ja doch, da täuschen Sie sich. Im Radio läuft die Großfahndung in dieser Bereich. Jeden Morgen neu, um kurz nach 6:30. Der Radio 7 Telefoncheck.